Herr Müller, ich gratuliere Ihnen recht herzlich zu Ihrer Nominierung zum Gründerpreis des DEV dieses Jahr. Vielen Dank. Wie sind Sie denn zu Rainbow International gekommen? Ich habe eine längere Suchphase durchgemacht, weil ich wollte mich schon lange selbstständig machen. War auf der einen Seite in der Industrie tätig, in einer hervorgehobenen Position, habe gut verdient. Das macht es natürlich nicht ganz so einfach, den Schritt in die Selbstständigkeit zu tun. Aber der Wunsch war schon lange da. Und mein Sohn war damals gleichzeitig, hat er studiert, BWL, und hat schon relativ früh im Studium geäußert, er möchte nach dem Studium nicht mehr zurück in Angestelltenleben, sondern möchte sich selbstständig machen. Das war im Prinzip der Stein des Anstoßes. Wir haben dann gesucht, was gibt es für Möglichkeiten. Wir wollten uns erst in herkömmlicher Weise selbstständig machen, mussten aber relativ schnell feststellen, dass diese ganzen Märkte und auch die Nischenmärkte schon besetzt sind und unsere Ideen da keinen Platz hatten. Dann haben wir angefangen, uns im Bereich des Franchise-Wesens umzugucken, sind relativ rasch auf Rainbow International gestoßen, haben aber dann weitergesucht und haben verschiedene Systeme angeschaut, getestet und haben dann abgewogen, was für uns das Beste war. Und das war schlussendlich dann Rainbow Sanierung. Ganz einfach aus dem Grund, ich komme aus dem technischen Bereich und kannte mich aus mit ähnlichen Dingen und wusste, wie man Projekte leitet, wusste, wie man Handwerker, also Mitarbeiter anführt und so weiter. Das waren so die Gründe, die uns dann schlussendlich getrieben haben, uns für Rainbow zu entscheiden. Ihre Nominierung macht ja jetzt schon ganz deutlich, Sie waren erfolgreich, Sie haben Erfolg mit Rainbow International. Woran liegt das? Woran ist das begründet? Was würden Sie sagen? Wie gesagt, ich war früher in der Industrie tätig, war auch im Vertrieb und ich war es gewohnt, sehr stringent zu akquirieren und Kunden anzusprechen. Ich habe schon, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, mit Kunden gesprochen, habe mein Netzwerk aktiviert, habe da den Leuten gesagt, ich mache mich selbstständig. Und vor der eigentlichen Eröffnung des Geschäfts, damals im August 2014, habe ich dann 2 Monate vorher mit der Akquise angefangen und habe dann, wie gesagt, schon Firmen akquiriert. Das hat dazu geführt, dass wir bereits vor der Eröffnung die ersten Aufträge hatten. Und als wir dann endlich gestartet sind, hatten wir relativ sehr viele Aufträge in kurzer Zeit. Ich habe die Akquise natürlich dann weitergeführt, habe mich nach weiteren Produkten außer dem Schadensmanagement umgeschaut, also artverwandte Produkte, um den Kunden auch einen Mehrwert, eine Mehrleistung bieten zu können. Habe unter anderem vor einem guten halben Jahr ein Bodenlegegeschäft dazu gekauft, um mich auch in die Richtung Sanierung, also allgemein, weiter zu entwickeln und mehr Dienstleistungen und wie gesagt einen Mehrwert den Kunden anbieten zu können. Jetzt haben Sie eine Menge Leistung Ihrerseits angesprochen. Wie hat Sie denn der Franchisegeber auf Ihrem Weg da unterstützt? Also vor der eigentlichen Gründung, vor dem Go, hatte ich sehr starke Unterstützung in allen Belangen. Von der Franchise-Zentrale aus wurde ich sehr stark unterstützt im Businessplan. Ich wurde begleitet bei den Bankgesprächen. Ich wurde begleitet bei der Immobiliensuche. Also alles, was im Prinzip mit der Gründung zu tun hat. Auch umfangreiche Checklisten, Handbücher wurden mir schon recht frühzeitig überreicht. Bei der Personalsuche wurde mir geholfen, bei der Einstellung, die Einstellungsgespräche, die typischen für die Branche natürlich und solche Sachen. Also da wurde schon sehr massiv unterstützt. Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg. Dankeschön.